wieder topfit. Stoppzeit in der letzten Runde. Die war fast rekordverdächtig. Nur ein bisschen Salz. Das heißt, er schafft den Ausdauertest nächste Woche? Wenn er sich weiter so ins Zeug legt, 100 pro. Christian Mann, Fitnesscoach. Hört sich gut an, oder? Also ich würde mich ja gerne von ihm coachen lassen. Vor allem finde ich es gut, dass er endlich wieder ein Ziel hat. Das hat ihm in letzter Zeit echt gefehlt. Stimmt, der Kneipenjob hat ihn nicht wirklich gut getan. Was? Ich habe gesagt, der Kneipenjob, der hat ihn nicht wirklich glücklich gemacht. Ja. Kein Wunder, dass es in letzter Zeit zwischen uns ständig geknallt hat. Dass er jetzt sein eigenes Ding macht, das wird uns beiden gut tun. Mann, ihr seid doch schon ein paar des Jahres. Wollt ihr jetzt auch noch den Harmoniepreis abstauben? Hast du eine Ahnung? Christian hat ein paar Angewohnheiten, an die werde ich mich nie gewöhnen. Welche? Zum Beispiel, wenn er die Zahnpasta offen lässt. Du kannst ja reingehen und ihm mal so richtig den Kopf waschen. Keine Angst, wenn ich da jetzt reingehe, wasche ich ihm bestimmt nicht den Kopf. Oh Mann, ich hab dir das schon mal gesagt, keine Details über euer Sexleben. Jetzt schieb mal keine Panik, ich mach's ja nicht. Christian hat für heute echt schon genug geleistet. Christian! Wie lange willst du denn noch unter der Dusche stehen? Die Nudeln werden langsam kalt. Oh, Olli, kannst du mal bitte deinen Freund unter der Dusche wegholen? Duscht der etwa immer noch? Sag mal, willst du dir Schwimmhäute wachsen lassen? Christian! Christian! Was ist? Ohnmächtig! Hey, mach die Augen auf. Okay, Scheiße. Hey, mach die Augen auf. Komm. Scheiße. Christian? Hey. Okay, pass auf, ich ruf den Notarzt. Beeil dich! Ja. Christian, hey! Hey, komm schon! Was ist mit dir? Ich kann noch nichts sagen. Oh, Scheiße. Das ist meine Schuld. Ich habe ihn beim Training total gehetzt. Olli, du kannst nichts dafür. Du warst doch nicht dabei. Christian weiß selbst, wo seine Grenzen liegen. Christian war schlapp, der wollte aufhören. Ich habe ihn so lange gehetzt, bis er weitergelaufen ist. Aber als ihr, guck mich an, als ihr nach Hause gekommen seid, da war er okay. Vielleicht ist er einfach in der Badewanne ausgerutscht. Er hat keine äußeren Verletzungen oder Prellungen. Christian. Kannst du mich hören? Hey, Christian, nicht wieder ohnmächtig werden. Wir müssen ins Krankenhaus. Was war denn das gerade? Hey Leute, ich hab da unten einen Krankenwagen drin. Ist hier. Christian? Hey. Was ist denn passiert? Christian, was ist passiert? Was denn? Ich weiß es nicht. Hey. Was machen die denn so lange mit ihm? Würde ich auch gerne mal wissen. Endlich. Was ist mit ihm? Wir haben ihm ein Beruhigungsmittel gegeben, aber er wird bald aufwachen. Haben Sie schon was rausgefunden? Kann er nichts Genaues sagen. Wir haben ein paar Tests gemacht, aber die Ergebnisse, die kommen erst morgen. Soll das heißen, Sie wissen immer noch nicht, warum mein Freund plötzlich einfach zusammenbricht? Nein. Aber immerhin können wir ausschließen, dass es ein Infarkt war. Und wie gesagt, morgen wissen wir mehr. Danke. Alles wird gut, ganz bestimmt. Christian, hey. Christian, kannst du mich hören? Was? Olli. Ich bin hier. Ich bin hier. Olli. Sag mal, haben dir den Kaffee gar nicht gebracht? Vermindest du jetzt bestimmt besser. Nicht für mich, für dich. Wenn ich nur halb so schlimm aussehe wie du, dann mache ich mir echte Sorgen um mich. Ich darf nicht dran denken, was passiert wäre, wenn wir dich gestern nicht mehr rechtzeitig gefunden hätten. Ist ja noch mal gut gegangen. Dass ich mal aus den Latschen kippe, das hätte ich auch nicht gedacht. Eben. Und bis jetzt weiß keiner, warum. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Das war bestimmt doch irgendwas mit meinem Kreislauf, Olli. Hier. Ich habe bestimmt zu wenig getrunken. Morgen. Morgen. Und? Was Neues? Jetzt sagen Sie meinem Freund doch bitte, dass ich wieder topfit bin. Sonst behandelt er mich die ganze Zeit wie einen Invaliden. Nun, es ist ein bakterieller Infekt festgestellt worden. Was habe ich gesagt? Nichts Schlimmes. Leider nicht ganz. Die Infektion ist eine Weile her und hat zu einer Myokarditis geführt.
Was ist das? Ist das gefährlich? Eine Myokarditis ist eine Herzmuskelentzündung. Und weiter? Das Wichtigste in so einem Fall ist es, sich keinen unnötigen Belastungen auszusetzen. Sonst kann so etwas schwere Folgen haben. Auch wenn es eine große Umstellung für Sie bedeutet. Sie werden sich erstmal vom Leistungssport verabschieden müssen.